Hallo Freunde, Wolfgang hier. In diesem Video zeige ich euch, wie man mit Final Cut Callouts, also Hervorhebungen macht, um bestimmte Details oder Szenenausschnitte zu betonen. Und zwar in der Form, dass Bildausschnitte temporär durch Animation vergrößert werden. Also etwa wie hier links unten oder hier links oben. Der Begriff Callout wird ja typischerweise für solche Objekte verwendet. In Screencast-Programmen gibt es den Begriff aber eben auch für Hervorhebung durch Vergrößerungen. ScreenFlow stellt beispielsweise so eine Funktion zur Verfügung, von dort kenne ich es auch. Ich möchte aber nach Möglichkeit ohne Zusatzsoftware auskommen und habe mir daher eine Methode angeeignet, diese Funktion direkt in Final Cut zu verwirklichen. Bevor wir losstarten, aber noch kurze Anmerkung zu der Art, wie Parameter in Final Cut verändert werden können, also zum Beispiel Skalierung, und die ich gerne verwende. Es gibt also eine Art Schieberegler-Funktion, die aber ohne die eigentlichen Slider auskommt. Und wenn ich euch das nicht erkläre, dann kennt ihr euch nicht aus, was im Video passiert, weil man sieht da nur die Zahlen hin und her rattern. Man klickt auf den Wert, der verändert werden soll, hier also die Skalierung. Dann hält man die Maustaste gedrückt und kann mit gedrückter Maustaste durch Auf- und Abfahren den Wert wie mit einem Schieberegler verändern. Der Mauszeiger verschwindet dabei. Die drei Slider machen die Veränderung passiv mit, die habe ich aber nicht angefasst. Damit kann man Werte sehr feinfühlig einstellen, ich verwende das sehr gerne. So, damit kommen wir jetzt zu unserem Beispiel. Ich möchte im CAD-Programm die Stelle betonen, an der der Wert in der Statuszeile eingegeben wird. Der Effekt besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen, ein animierter Bildausschnitt und einer Unschärfe für den Hintergrund. Der erste Schritt ist das Identifizieren der Stelle, die hervorgehoben werden soll, und dort einen Marker zu setzen. Nun wird der Clip links und rechts vom Marker jeweils 2 Sekunden ausgeschnitten. Dieser Ausschnitt wird nun bei gedrückter Optionstaste mit der Maus nach oben gezogen und dadurch an der gleichen Stelle dupliziert. Der nächste Schritt ist das Beschneiden des oberen Clips. Dazu ist es günstig, den unteren Clip zu deaktivieren. Da der obere Clip den gleichen Inhalt hat, ist in dem Stadium noch kein Unterschied zu bemerken. Der obere Clip wird nun so weit beschnitten, dass nur der Bereich übrig bleibt, der später vergrößert werden soll. Jetzt kommt ein wichtiger Schritt für die korrekte Animation, nämlich das Festlegen des Ankerpunktes. Am Ankerpunkt können Objekte angefasst und bewegt werden, er ist aber auch das Zentrum, von dem aus sich Skalierungen entwickeln. Ohne Anpassung des Ankerpunktes wäre die Skalierung für unsere Zwecke nicht brauchbar. Wir wechseln also in den Bereich Anker und verändern die Koordinaten so, dass der Anker an der Stelle liegt, von der aus sich die Animation entfalten soll. In unserem Beispiel ist das die linke untere Ecke. Nun entwickelt sich die Skalierung in der Form, wie wir es für unseren Effekt benötigen. Der Bildausschnitt muss nun wieder an die ursprüngliche Stelle verschoben werden, dazu schalten wir den unteren Clip wieder ein. Damit das genaue Positionieren des Clips gelingt, wird eine Transparenz von ca. 50% eingestellt. So kann der Clip exakt an der ursprünglichen Position ausgerichtet werden. Die Transparenz kann man jetzt ausschalten, der Clip ist nun bereit für die Animation. Dazu die Abspielmarke an den Anfang des Clips setzen und Transformieren einschalten. Nun wird der erste Keyframe gesetzt. Jetzt gehe ich 10 Frames weiter und skaliere den Clip an dieser Stelle so, wie ich die Vergrößerung haben möchte. In dem Fall also 200%.
Nun setze ich einen Keyframe 10 Frames vor dem Clipende, ebenfalls mit 200%, und am Ende des Clips mit 100%. Die Animation ist damit fertig und funktioniert perfekt. Was jetzt noch fehlt, ist die Unschärfe des Hintergrunds. Dazu füge ich dem unteren Clip den Effekt Weichzeichner hinzu. Circa 3% Unschärfe sind in dem Fall ausreichend. Ja, wunderbar, jetzt ist alles genau so, wie ich es haben wollte. Man kann den animierten Clip auch problemlos erweitern. Die Handlung bleibt ja synchron zum unteren Clip. Man muss nur darauf achten, die Keyframes manuell nachzuziehen, weil sich die nicht automatisch mitverändern. Aber das ist ja keine Hexerei. Funktioniert wunderbar. Wenn man das zum ersten Mal sieht, wirkt das mitunter ein bisschen aufwendig. Wenn man aber den Dreh heraus hat und die Keyframes zu Freunden geworden sind, geht es ruckzuck. Mittlerweile brauche ich für eine Animation nicht länger als 2 Minuten. Wenn der Clip erst einmal herausgehoben ist, machen die Finger den Rest fast von alleine. Ich mag den Effekt sehr, ich finde ihn viel schöner als einfach den Bildschirminhalt zu vergrößern. Ihr habt es eh gesehen, auch in dem Video ist die Funktion mehrmals zum Einsatz gekommen. Für Screencasts ideal. Also dann, das war's. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao.